Ich grüße jetzt meinen Kollegen Alexander Kähler im Konrad-Adenauer-Haus bei der CDU in Berlin. Alexander, wie ist denn die Stimmung bei der CDU? Wahrscheinlich werden da die Sektflaschen nicht unbedingt kaltgestellt, oder? Es gibt gar keinen Sekt hier bei der CDU, sondern eigentlich nur Wasser und Kaffee und Currywurst. Hier erwartet man heute nicht sehr viel, wenn die Prognosen sich dann tatsächlich in die Wirklichkeit umsetzen. Allerdings hat die CDU einen Vorteil. Sie weiß bereits seit geraumer Zeit, dass das kein großer Abend in der Parteichronik der Partei wird. Man konnte sich sozusagen also seelisch darauf einstellen, konnte das auch in die ganzen politischen Erklärungen, Strategien schon einpreisen. Dazu muss man noch sagen, dass die Berliner CDU, der Landesverband der CDU, ja ein ganz spezieller ist. Wenn man sich mal die Geschichte dieses Landesverbandes in den letzten 15 Jahren ansieht, dann kann man sagen, dass dieser Landesverband nicht eben ein glückliches Händchen im politischen Geschäft hatte. Und da drückt man sich noch wohlwollend aus. Dazu kommen natürlich jetzt die aktuellen Probleme, die die CDU hat, sodass man heute Abend eigentlich nicht sehr viel erwartet. Der Blick richtet sich auch schon nach vorne ins Jahr 2017. Heute in einem Jahr oder nächsten Sonntag in einem Jahr sind ja Bundestagswahlen. Bis dahin noch drei Landtagswahlen und die Bundespräsidentenwahl. Die nächste Landtagswahl ist ja am 26. März im Saarland. Da hat die CDU eines von vier Ministerpräsidentenämter zu verteidigen. Und da muss sie zeigen, dass sie noch siegen kann. Wie gesagt, hier die Atmosphäre verhalten, außer einigen Kollegen der sendenden und schreibenden Zunft ist niemand hier. Um 18.30 Uhr wird der Generalsekretär Peter Tauber hier ein Statement abgeben im Namen der Parteichefin. Ich vermute, er hat es bereits geschrieben. Der entscheidende Tag ist morgen, der Aufgalopp der Kanzlerin mit Präsidium und Bundesvorstand. Dann geht es nochmal ums Wundenlecken über die Wahl in Berlin heute, aber auch bereits um Strategien. Wie kann die Partei wieder Zuversicht verbreiten unter den Anhängern? Wie kann sie Wahlsiege einheimsen, wie kann sie Wahlsiege einfahren und vor allen Dingen, wie kann sie politisches Terrain in der Bundesrepublik behaupten. Kurz und gut, das wird für die CDU, Bundes-CDU heute Abend hier im Adenauer-Haus ein Wahlabend. Kurz und wie es aussieht, ziemlich schmerzhaft, aber das politische Aspirin, das liegt ja schon bereit. Damit zurück zu Michaela Kolster ins Phoenix-Studio nach Bonn. Vielen Dank, Alexander Kähler. Und wir schalten weiter zu meiner Kollegin Konstanze Abratzky, die bei der SPD ist. Bei der SPD geht es aber wahrscheinlich jetzt schon etwas fröhlicher zu, oder? Wie ist die Stimmung? Ja, doch, würde ich schon sagen. Es ist verhaltene Fröhlichkeit hier. Vor allen Dingen ist der Saal voll, im Gegensatz zu dem, was wir gerade von Alexander Kähler bei der CDU gesehen haben. 1000 Leute haben sich angemeldet zu dieser Wahlparty. So viele werden es wahrscheinlich nicht werden. Und im Moment sind es vielleicht so ungefähr 300. Und es sind natürlich auch viele Kollegen dabei, viele Medienleute. Man hört so eine gewisse gespannte Aufmerksamkeit. Hier ist im Übrigen alles ganz wundervoll dekoriert. Natürlich in den Farben der SPD, in den Farben der Partei, die seit 89 ja regiert in dieser Stadt, entweder mitregiert oder aber wie in den letzten Jahren eben den regierenden Bürgermeister stellt. Und vor allen Dingen ist hier alles voll auf Müller. Es gibt sogar inzwischen hier diese wunderbaren kleinen Becher mit dem Konterfei des Kandidaten. Die sind schon bereitgestellt, gefüllt werden die mit Kaffee, aber es gibt immerhin auch Bier, wenn auch nicht unbedingt Sekt. Voll auf Müller ist auch der Ort. Wir sind nämlich hier nicht im Willy-Brandt-Haus, das haben Sie vielleicht schon gesehen, sondern wir sind in der Columbia-Halle. Das liegt an der Grenze zwischen Kreuzberg und Tempelhof. Und Tempelhof ist der Wahlkreis von Michael Müller, der sich ja jetzt zum ersten Mal den Berlinern stellt, damit sie ihn wählen können. Vorher hat er das Amt ja geerbt von Klaus Wowereit, seinem Vorgänger. Die Hoffnungen hier, wir wissen das alle, die liegen so, die Prognose lagen 21-24% für die SPD. Wenn es übel kommt, dann wird das schlechteste Ergebnis der SPD in der Stadt unterboten. 99 hatte Walter Momper 22,4% geholt, aber da glaubt so hoffentlich hier niemand dran. Dass das hier die Wahlsiegerparty ist, das merkt man, das spürt man. Hier ist entspannte Musik, es wird in der Tat so sein, dass die SPD weiter regieren wird. Die Frage ist, mit wem, und alles läuft auf Rot-Rot-Grün hinaus. Aber wer weiß, der Abend ist noch lang. Und ähnlich wie Alexander Kähler eben schon gesagt hat, das Spannende an einer Wahl ist ja, was danach kommt und wie sich dann die einzelnen Parteien miteinander tatsächlich weiter verhalten können. Ich gebe mal zurück an Michaela Kolster nach Bonn. Vielen Dank, Konstanze Abratzky. Und wir schalten weiter zu meiner Kollegin Jeanette Clark, die bei der Wahlparty der Linken ist. Wie ist die Stimmung vor Ort, Frau Clark?
Die Linke trifft sich zu ihrer Wahlparty hier im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg und das in einer wahren Party-Location. Das ist ein Club mit angeschlossenem Biergarten und hier ist schon ziemlich viel los, wie Sie vielleicht hinter mir erkennen können. 500 Leute werden hier erwartet und ich glaube, die sind auch schon fast erreicht hier. Ich habe auch schon Klaus Lederer gesehen, das ist der Spitzenkandidat der Berliner Linken und auch viele aus der Spitze der Bundespartei sind hierher gekommen. Das könnte auch daran liegen, dass es vielleicht für die Linke zum ersten Mal in diesem Jahr nach einer Wahl überhaupt etwas zu feiern gibt. Die letzten 4 Landtagswahlen liefen aus Sicht der Linken ja nicht gut. Da hatte man mit herben Verlusten zu kämpfen und man hofft hier, dass dieser Trend in Berlin gebrochen wird. Insofern ist die Stimmung vorsichtig optimistisch, würde ich mal sagen. Hoffnung macht sich die Partei auch deswegen, weil die letzten Umfragen so aussahen, dass die Linke bei 14-15% lag. Das wäre ein Stimmenzuwachs im Vergleich zur letzten Abgeordnetenhauswahl. Und das trotz AfD-Konkurrenz, die vor allem in den Berliner Ostbezirken auf Stimmenfang gegangen ist, was ja Hochburgen der Linken waren. Also Stimmenzuwachs, darauf hofft man. Aber ganz zuvor, das steht hier als Wahlziel für die Linke, dass man in der Hauptstadt wieder mitregieren möchte. Klaus Lederer, der Spitzenkandidat, der ist mit dieser Aussage, mitregieren zu wollen, in den Wahlkampf gegangen. Und er hat gesagt, seine Partei, die Linke, steht bereit für ein rot-rot-grünes Bündnis, wenn es die Mehrheitsverhältnisse hergeben. Die Bundespartei, zum Beispiel Parteichef Bernd Rixinger, der unterstützt ihn darin, der würde das begrüßen, weil es könnte ja auch eine Blaupause für die Bundestagswahl sein. Also verfängt die Strategie der Berliner Linken, dass sie mit einer klaren Aussage, mit einem klaren Bekenntnis zu Rot-Rot-Grün in den Wahlkampf gegangen sind. Das wird in der Linken insgesamt die innerparteiliche Diskussion ganz schön anschieben. So viel von hier und zurück zu Michaela Kolster. Vielen Dank, Jeanette Clark von den Linken. Und ich begrüße noch meinen Kollegen Sven Thomsen, der bei der Alternative für Deutschland ist. Und da die Frage auch, wie ist die Stimmung vor Ort? Ja, die beantworte ich gern, die Frage. Die Stimmung hier, die ist gut, die ist nicht euphorisch, aber die ist gut. Rund 100 Gäste haben sich hier eingefunden, auch Politiker der AfD, aber eben auch Mitglieder und Gäste, die, ich würde sagen, erwartungsfroh auf 18 Uhr schauen und auf das, was dann kommt. Zu erwarten ist ein Ergebnis zwischen 10-15%. Also die AfD kann hier nur gewinnen, entweder ein kleinerer Sieg oder ein großer Sieg. Das wird man sehen. Auf jeden Fall hat innerhalb der AfD diese Wahl hier in Berlin natürlich eine ganz besondere Bedeutung, weil das ist ja nicht irgendeine Stadt, das ist die deutsche Hauptstadt. Und man sagt hier, wenn man es hier schafft, dann kann man es überall in Deutschland schaffen. Spitzenkandidat ist der 64-jährige Ex-Oberst Georg Pazderski, der wie gesagt bei der Bundeswehr lange gedient hat und hat sich da den Ruf erworben, ein gewisses Organisationstalent zu haben. Der hat hier im Wahlkampf moderate Töne angeschlagen. Ganz klar hat er sich abgesetzt von dem, was man so aus einigen ostdeutschen Ländern von den AfD-Vertretungen dort im Wahlkampf erlebt hat. Hat also versucht, im liberalen Berlin etwas weniger die Alarmglocken schrillen zu lassen. Wen will er erreichen? Er will versuchen, die Nichtwähler zu erreichen oder auch enttäuschte CDU-Wähler. Die Themen sind die ganz klassischen AfD-Themen, natürlich die Flüchtlingsströme, wo er sagt, wer tatsächlich nicht mehr zurückkehren kann in sein Heimatland, ja, den können wir integrieren. Aber alle anderen, wo nur die Hoffnung besteht, dass sie irgendwann wieder in ihre Heimatländer zurückkehren können, die wollen wir gar nicht erst hier integrieren. Denn integrieren heißt ja, dass sie am Ende doch bleiben. So, das ist also der klassische Slang gewesen. Im Abgeordnetenhaus selbst, da wird man ja sehr wahrscheinlich einziehen, will keine der Berliner Fraktionen, das haben sie bereits angekündigt, mit der AfD zusammenarbeiten. Georg Pazderski aber sagt, macht mir nichts, ich will versuchen, trotzdem konstruktiv mitzuarbeiten, da wo es denn geht, wenn die anderen uns denn lassen. Also eine gewisse Gestaltungskraft. Und vielleicht ist das auch das Signal, das die AfD setzen will, hier so ein Jahr vor der Bundestagswahl. Wir können nicht nur Opposition und Fundamentalopposition, sondern wir wollen auch zeigen, dass wir Politik gestalten können. Damit zurück nach Bonn zu Ihnen, Michaela Kolster.